So, herzlich willkommen zu dieser kleinen Vorschau auf die Vorlesung Sprache und Spiel im Wintersemester 2024. Ich habe hier schon auf dem Kanal schon ein Video aufgenommen zu den Spielen aus 2023, die ich gerne in dieser Vorlesung behandeln würde. Und jetzt im Hintergrund hört ihr Trevor's Unnamed Song aus American Arcadia als kleinen Vorgeschmack auf diese Vorlesung. Warum nehme ich jetzt das Video auf? Wer mein Kanal folgt oder in den letzten Wochen ab und zu mal da gewesen ist, wird sehen, dass ich vor allen Dingen Inhalte aus der Lehre für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte hier poste. Und zwar eigentlich so, dass ich versuche, die Lehrinhalte auf Livestreams zu setzen und alles andere als Videos aus Konserve. Und ich muss für diese Vorlesung ein wenig Material einspielen. Und ich hätte das Ganze so eingespielt, wie ich es brauche. Und das tue ich im Moment über Twitch. Also ich streame unregelmäßig, also es lohnt sich auch kein Scheduling oder irgendwas. Und das Schöne an Twitch ist, dass man möglicherweise dann noch Zuschauer hat, auch wenn es nicht viele sind. Und man sich live in der Aufzeichnung dann anders verhält einfach. Ja, und auch auf Nachrichten reagieren kann und so weiter. Von Twitch aus lege ich das Ganze bei YouTube ab. Und zwar als nicht gelistete Videos, sodass sie mehr oder weniger für die, die den Kanal abonniert haben, nicht permanent im Feed auftauchen. Und habe die ganze Sache in einer Playlist abgelegt. Und wenn ihr euch für die Inhalte interessiert, die ich da jetzt parke, nach und nach, dann zeige ich euch jetzt mal, wo die Playlist liegt. Und dann schaut euch einfach, wenn ihr mögt, ganz kurz in das Archiv rein. Und ich bin für Anregungen dankbar, wenn ihr noch Hinweise auf Spiele habt, die euch interessieren für die Vorlesung. Und ich werde sie bis zur Vorlesung diese Videoschnipsel auch nicht öffentlich stellen. Aber ein Blick drauf lohnt sich meiner nach schon. Ich zeige euch jetzt, wie ihr diese Schnipsel findet. Okay, dazu springe ich erstmal auf meinen YouTube-Kanal. Und auf diesem Kanal gibt es eine Menge Inhalte, wie schon gesagt. Und ihr seht hier das Preview Sprache und Spiel, ein Auftakt. Das ist aber das Einzige, was ihr da seht. Und den Rest verstecke ich in einer Playlist, und zwar unter den Miszellen Sprache und Spiel. So, hier seht ihr, Moment, muss ich das kurz anhalten. Also das Auftaktvideo, das ich eben schon angesprochen habe. Daneben habe ich ein bisschen reinsortiert, ihr seht es hier auf der rechten Seite. Inhalte, die ich schon produziert habe, also vor allen Dingen aus Let's Plays zu The Captain und zu Hades, zu Unpacking, zu Planet of Lana. Und darunter seht ihr thematisch sortiert Sprache und Spiel Der Held, Der Held 2, Lügen, Dystopie, Kinder ihrer Zeit und Dystopie 2. Und ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung es weitergeht. Also es könnte entweder in Bethemeth Fluch 6 weiterlaufen oder Helldivers 2. Helldivers 2 kommt morgen am 8. Februar und ich denke, das wird es werden. Ja, also da schaue ich rein. Und dort findet ihr die Inhalte jetzt, die ich platziere in dieser öffentlichen Playlist, aber die Videos selbst sind versteckt. Also wenn euch das interessiert, wenn ihr wissen wollt, welche Spiele auf euch zukommen und welche Themen auf euch zukommen in der Vorlesung Sprache und Spiel, dann wäre das der Weg, das Ganze zu finden. Ja, also bis dahin verstecke ich das da und baue mir ein kleines Archiv an relevanten Spielinhalten und Aufzeichnungen auf. Würde mich freuen, wenn der ein oder die andere dort mal vorbeischaut, mir Anregungen hinterlässt. Und bis dahin wünsche ich euch und Ihnen eine sehr schöne vorlesungsfreie Zeit, die hoffentlich konstruktiv ist. Und wenn ihr oder sie was spielen wollt, dann gebt American Arcadia eine Chance. Das ist nicht lang, das geht 6 bis 7 Stunden, vielleicht auch 8. Und ist aus einer ludolinguistischen Perspektive mit der Frage, wie bauen wir Authentizität auf, extrem interessant. Und wie ihr hört, klingt es auch extrem gut. Also, bis dahin.